Das Active Track der Pocket 2 springt mir schon des Öfteren mal raus. Es ist ja auch nur zu nutzen mit 25 Frames per Second bei 4K-Auflösung, also nicht mit den vollen 30. Das hat mich schon so ein bisschen geärgert. Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier. Und ich freue mich, dass du dir mein Video erneut anschaust. Heute bin ich herausgegangen hier bei uns im Hafen an der Nordseeküste. So, und jetzt habe ich die Pocket 2 laufen ohne das externe Wireless-Modul, also nur mit den integrierten Mikrofonen. Und ich werde mich jetzt mal ein paar Meter hier in Richtung der Bucht, der Wellen bewegen. Und dann wollen wir mal schauen, wie die Stereo-Qualität dann so rüberkommt. Ich schalte jetzt mal die Ansicht um. Wir die Wellen. Ich muss hier immer ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht ausrutsche. Das doch sehr, sehr rutschig alles ist hier mit den Algen. Ja, Wind ist jetzt zurzeit gar nicht mal so schlimm, dass wir so viele Knackgeräusche im Video haben sollten. Natürlich sind die Wellen entsprechend doch etwas stärker heute auch. Und ich versuche schon etwas lauter zu sprechen, sodass Klangbild doch ein bisschen harmonisch dann auch wird. Okay, schalte noch mal wieder um. Ja, dann wird er mich wieder sehen. Okay, jetzt halte ich die Pocket so ziemlich genau gegen den Wind. Ich denke mal, da wird es dann doch schon ganz schön ordentlich knacken und krachen im Gebäck jetzt bei diesen Aufnahmen. Ich habe noch so kleine Puschel für die Mikrofone, die eingebauten Mikrofone auf der Pocket 2. Die werde ich in den nächsten Tagen mal anbringen. Dann mache ich noch einen zweiten Test, wo ich dann mal versuche, wenn es etwas windiger ist, wie das dann damit wird. Ich habe dieselben Windbreaker ja auch auf meiner Hero 9 angebracht. Und da funktionieren die eigentlich recht gut. Nur manchmal dann hört man dann doch schon ein bisschen was. Aber selbst auch bei meinem externen Mikrofon mit dem Windpuschel habe ich das hin und wieder. Das ist dann doch schon ganz schön knackt. Das Audio ist immer wichtig bei den Jungs, klar. Aber gut, man gibt halt sein Bestes und versucht die schönste Qualität dann rauszubekommen. Dass das nicht immer so hundertprozentig gelingen kann, ist ganz klar. Nur ich versuche das halt. Okay. Ganz schön matschig hier alles. Ich bin ja gerade schon mit der Mini 2 hier geflogen. Das habt ihr sicherlich in dem anderen Video schon gesehen. Das werde ich höchstwahrscheinlich schon davor veröffentlicht haben. Ja, falls euch noch irgendwas einfällt, irgendwelche Ideen, die ich mal umsetzen könnte, was ich testen könnte an der neuen Pocket 2 oder auch mit der Mini 2, dann könnt ihr mir das gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Einfach mal, was ihr da für Interessen habt oder Ideen, was ich da noch mal umsetzen könnte. Der liebe Peter, der hatte ja sich gewünscht, dass ich die Motion Timelapse mit der Pocket 2 mache. Das Video ist ja schon bereits fertig. Das ist ja schon online. Ich denke mal, dass es ihm auch gefallen hat. Ich mache das halt gerne,
dass ich solche Sachen dann auch für euch mal aufnehme. So, dann lassen wir hier noch mal ein bisschen die Szenerie auf uns wirken. Ich weiß nicht, wie lang dieses Video jetzt im Endeffekt wird. Das ist ja nur auch die Tonqualität der eingebauten Mikrofone der Pocket 2 ein wenig testen soll. Okay, dann gehe ich jetzt auch mal langsam wieder zu meinem Rucksack zurück, bevor der auch noch verschwindet, hier im Eifer des Gefechts. Das Active Track der Pocket 2 springt mir schon des Öfteren mal raus. Es ist ja auch nur zu nutzen mit 25 Frames per Second bei 4K Auflösung, also nicht mit den vollen 30. Das hat mich schon so ein bisschen geärgert, aber gut, muss man halt sehen, wie oft man das im Endeffekt tatsächlich auch nutzt. Okay, hier nochmal ein bisschen wieder zum Wasser, etwas weiter aufs Wasser zu. Dann kann ich auch gleich nochmal ein bisschen die Wellen für euch filmen. Was ich jetzt noch gar nicht gemacht habe, sind Zeitlupenaufnahmen. Ich schalte das mal um. Das bietet sich an dieser Stelle vielleicht ganz gut an, dass man da jetzt eine Zeitlupe mit reinbringt. Ich werde das jetzt gleich mal machen. Ja, und dann habe ich auch meine Zeitlupenaufnahmen hier aus der Bucht mit den Wellen. Und ich hoffe, dass man das sich auch ganz schön anschauen kann. Ja, und dann werde ich dieses etwas kürzere Video jetzt hier an dieser Stelle dann auch zu Ende bringen. Ich hoffe, der Ton war nicht allzu schlimm, dass ihr euch das dann trotzdem noch anschauen konntet. Ja. Und dann werde ich das dann die Tage auch noch mal mit den kleinen Windbreakern halt ausprobieren. Also vielen Dank fürs Schauen und wir sehen uns bald. Euer Matthias. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr Spaß beim Schauen hattet. Falls ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder einen kleinen Kommentar. Ich freue mich immer sehr drüber. Und ansonsten bleibt mir nur, wie immer, euch zu wünschen, dass ihr gesund bleiben mögt.